In einer Welt jenseits deiner Träume lebt ein Herz ohne Hoffnung, das für Freiheit kämpft als eine Prüfung für die Wahrheit. Das Abenteuer beginnt in Final Fantasy IX. Seit ich im Juli 2010 mit dem LPen anfing, wollte ich unbedingt ein Let's Play von diesem Spiel machen, weil es einfach mein absolutes Lieblingsspiel ist. So viele schöne Stunden habe ich mit diesem Spiel vor meiner Playstation verbracht. Und seit Anfang des Jahres geht eben dieser Wunsch in Erfüllung. Endlich kann ich es flüssig aufnehmen. An diesem Spiel gefällt mir vor allem die vielen Geheimnisse, die Story, die Thematik und die Anspielungen vor allem an alte Final Fantasy Teile. Aber auch das Kampf- und Berufssystem, welche es dem Spieler ermöglichen, besonders strategisch zu agieren. Und weil ich dieses Spiel eben so sehr liebe, will ich auch das Let's Play möglichst umfangreich gestalten und spiele das Spiel so vollständig wie möglich durch. Sprich, mit allen Sidequests, und außerdem teile ich auch mein Hintergrundwissen mit den Zuschauern. Und ich gebe Tipps und mögliche Strategien zu den Bossgegnern. Außerdem spiele ich jenseits des LPs auch noch Tetra Master, in letzter Zeit nicht so oft, weil mich das Kartenspiel im Spiel ein bisschen aufgeregt hat. Aber zudem läuft auch noch ein No-Death-Run, zu dem ihr mir auch Vorschläge für eine Strafe schicken könnt, falls ich den No-Death-Run nicht schaffen sollte. An den Rändern der Videos findet ihr die aktuelle Party, weil diese während des Spiels oft wechselt, und den Ort, an dem wir uns derzeit befinden. Die Videos sind alle in 720p, aber das eigentlich nur, weil es mir nicht wirklich einen großen Aufwand macht, die Videos in HD zu rendern und hochzuladen. Aber auch Zuschauer mit schlechterer Verbindung kommen mit 480p auf ihre Kosten, weil das Spiel eigentlich, mein PlayStation-Spiel eigentlich nicht mehr hergibt als höchstens 480p, wenn überhaupt. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Das Let's Play ist zwar schon derzeit schon fortgeschritten, aber es ist erst, naja, so ein Drittel ungefähr geschafft. Und außerdem habe ich extra für neue Zuschauer eine Zusammenfassung der ersten 42 Parts erstellt. Und falls viele neue Zuschauer das Projekt verfolgen wollen, kann ich auch noch eine weitere Zusammenfassung von Part 43 bis jetzt erstellen. Aber natürlich ist es trotzdem besser, wenn ihr euch alle Videos ansehen würdet. Also, wir sehen uns bei Final Fantasy IX. Queen hat nicht die Neurose, Freya hat die Neurose, aber Freya kannst du es nicht anwenden gerade. Naja, gut, Totalabwehr geht nicht, Kürbisfalle können wir einsetzen. Aber ich glaube, das macht nicht wirklich viel Schaden. Nein! Die Scheiße hatte ich total vergessen! Jetzt weiß ich wieder, warum der Ameisenlöwe so böse war. Scheiße, der hatte den Sandsturm. Der macht alle blind und senkt die KP wirklich ultra kackendreist.